komm, jetzt komm. Gut, der Herzog lasst dem König von Belgien den Schuss. Bums, der Hirsch stürzt. Applaus, die hohen Herrschaften begeben sich. Ja, springt doch nicht das Viech auf und lauft davor, weil es gerade ein Prellschuss war. Jetzt bloß mal verfolgen die Spur. Wir müssen's finden, das Viech. Sonst darf nie ausbauen. Als Bürgermeister an Herzog sein Grand Kruzius. Doch, was muss den Bursch, ich hab gesehen, wo der Hirsch raus ist. So, so. Ja, durch den Bach, da verlieren die Hunde die Spur. Aber ich konnte mir denken, wo jemand zu finden war. So, so. Und für eine gute Belohnung, hä? Ja, ja, Flori. Ja, mich trifft der Schlag. Marei, in einem Burschengewand. Ach, du Anten. Als Treiber gehst du verboten für Weiberleute. Ich hab mir gedacht, der Gmordiner ist ja so kurzsichtig. Verdienst du den Treiberlohn, gerade wie der Flori? Was der denkt, mein Dirndl. Hab ich nicht recht? Du wirst alle Weile. Nicht, lass mich aus, Flori. Sie kommen daher, führ dich dabei. Marei, ich suche meinen Bürgermeister. Dann komm ich danach. Halt! Steven! Ich hab dich schon gesehen. Feiger Kerle. Auf, ich geh dir die Leid anschießen. Verkrüch dich nicht im Unterholz, du Lump. Hab dich nicht! Wer schießt denn da auf mich und verschwindet? Rantner! Flori! So, ist dir was geschenkt? Da hat's mich erwischt am Ohr. Du blutzt ja. Hey, weißt du, ich hab's Pfeifen gehört und gespürt wie ein Schlag. Ein Schuss hat dich gestreift. Da kannst du eine Kerze stiften. Nein, ein Stich hat's mir gegeben. Da auf der Herzseite. Jetzt ist's aus, hab ich mir gedacht. Ich dreh mich um. Was soll ich da sagen? Steht da einer ganz nah hinbei. Halbert hinter der Nussstand, zum Greifen nah. Und Dingest hab ich nicht gut gesehen. Du hast ihn nicht kennt. Jo. Nein. Ein ganz schwarzer Kerl war's. Hohjagert und Speer. Ein Jäger, ein Fremder. Den Moment war er wie vom Erdboden verschluckt. Ich greif in den Staden. Nix. Ich renne ihm nach. Weiß man war, wie wenn's da hinter den Holzstoß da gehuscht war. Aber mal nix. Ja, da schauen wir selber. Mein Horti, ich bin ja noch ganz durcheinander. Das war ein Jäger, da wette. Meinst? Und solche Lale gehört eine Lehr verpasst für den Leichtsinn. Schießen, wenn die Leute davor sind. Hey! Wer strahlst du mir da im Schussfeld umeinander? Der Jäger sind wir. Der allerdings schießt mir ein Wulz an, wenn sie über was redet. Soll der leichte Lehr haben? Ja, der vor alle, der und Lapp. Du, den Tratz, das gibt der Gaudi. Pass auf und spiel mit. Wie ist jetzt noch mein Ohrwaschen? Ja, ja. Also noch, pass auf. Ich leg mich jetzt da an den Holzstoß da hin. Rätsch ich weh, Leute, weißt du? Was für ein Narr laufen wir da ins? Rampen? Was ist denn? Darf ich noch fragen? Statt dass er ein Brüllen aufsetzt, der Herr herzogliche Jäger, ja. Bevor dass er das Gewehr in die Hand nimmt. Ich hab einen Hirschen hinterhergeschossen. Ja, und einen alten Dackel drauf. Schlimm schaut's nicht her. Oh, ja, aber schwindlig ist mir. So viel schwindlig. Pass auf, du, ich verbind dich. Ja. Warte. Ich danke dir schön. Okay, also ein sicherer Schütz hat allerweil Verbandszeug im Sack. Du musst mich ausspotten, du Ratschenbärtel, du. Aber sag einmal, was tust denn du da? Ein bisschen ein Kirschgeist sieht dir auf dem Verband. Das hilft? Oh nein, oh, nicht äußerli, war ja ewig schade. Wo noch? Gib mir lieber ein Maifui als Stärkung. Gegen einen Schwindel, verstehst? Von mir aus. Da. Ein Kirschgeist, ui. Oh, du, das ist ja ganz was raus. Wo hast denn den her? Geschenk vom Herzog. Geht's gut. Geschenk's gut. Mhm. Halt nicht so viel. Das ist kostbar. Ach. Im Sofa, wenn dich der Herzog findet. Ja, du musst bedenken, wie groß das der Schwindel vom Kasper ist. Ja. Du schmeißt nicht rum da, du. Lauf lieber in Gesellschaft und vermeld, dass ich aufgehalten bin. Weil's, wenn du angeschossen hast, sag ich. Du untersteh dich, gell, du, und sag das. Nicht. Sollte was zusammenlegen. Und du beigst es später. Schirr ab, sag ich. Freier Kerl, der Florian, der. Vor der Knecht, der Notiger. Ein braver Bub. Sammenblasens. Die kommen da her. Steh auf jetzt. Ja, ich kann nicht. Du müsstest mich tragen. Drum? Ja, am Buckel. Wie vor die Leib blamieren. Steh's nicht auf. Wenn du mich so anschreist, da krieg ich ein fehliges Ziehen. Ja, lass das an, auf ein Schmerzensgeld. Nein, gerade aufs Tragen. Mann Gottes. Also,
Von mir aus steigen auf, los. Pizza drum. So, gib mir gleich Pizza. Tut mir einen Rucksack. Ja, mein das hab ich da schon. Geh weiter jetzt. Hier, lauf, Alter, Schimmel, hier. Was ist denn das? Sieh mal! Geh runter. Nicht auf. Ich glaube, ich dran. Darf ich mir die ergebenste Frage erlauben, ob herzoglicher Jäger neuerdings Sutschpferdmacher für alte Gratler? Er kann nicht gehen. Streifschuss hat ihn erwischt. Wo? Am Ohr. So, geht der sonst auf die Ohren? Schwindelig ist er. Dem? Den Schwindel kennt er jetzt in der Gegend. Den magst du doch gerade den Kasperl. Ja, schau doch hoch. Wie der viere Zahn, der Spitzbude Adrade. So ist er. Und dein Schnaps hat er auch schon brav. Wenn es mein Schuss war, dann muss ich ihm doch. Weißt du wenigstens, wo der Hirsch raus ist? Donauf, vermutlich. Ja, das meinst den hohen Herrschaften. Aber genau so. Und mit dem Gesicht. Donauf, vermutlich. Na, sagst du es noch auf Französisch, dass der König von Belgien auch erfreut hat. Und na, sagst du eine andere Arbeit. Wenn's noch eine findest in Bayern. Flori! Flori! Oje! Halt aus, Bursch! Hilf mal dem Brandner Handrang, der ist angeschossen. Angeschossen? Wo ist er? Na, da flackt er doch. Großvater. Dann fragst du bei den anderen Treiber, ob einer den Malefiz hirschen. Großvater. Ja, es ist nichts. Ja, das ist ja die Marei. Ja. Als Treiber? Maschkara. Ja, unser Eins ist heute auf so einem Verdienst angewiesen, Bürgermeister. Du bist auch, du bist marot. Was rufst du an, Flori? Es wird schon seinen Grund haben. Jetzt blasen sie wieder. Bürgermeister, Säftel! Ja, Arno, dass die Brandner blasen wieder beieinander ist. Der Florian, der gehört doch gar nicht dazu. Ja, das hast du noch nicht gespannt, dass der mit der Marei zirkt in länger Zeit. Schöner Gruß vom Herzog. Und was ihr bleibt's? Haha, jetzt passiert's, gell? Ja, da schau her, der Schwerverwundete. Amüsiert sich. Ja, es ist ja da kein Grund zum Bohren. Du, pass auf, du wirst mich nicht der Blecker wie mein Vater damals. Geh okay, weiter, die alte Geschichte. Von dem Gürtel, wo du wohnst, gehört die größere Hälfte schon mir. Und wenn es führt, dann nichts zahlt von der Pacht, heißt's naus. Verstehst? Also, schön brav sei und hilfreich. Kann mir einer von euch sagen, wo der Hirsch naus ist? Wir wissen nix. Jetzt war auf, jetzt. Weiter das Hemftl. Geh mal, halt. Ja, du brauchst mal Vorhaltung machen. Du brauchst jetzt, du. Du bist überhaupt schuld am Wohnen. Das können wir da warten, dass den einmal der Schlag trifft. Vor lauter Kiez. Dann wird er blau und fährt er um. Kann der uns wirklich aus dem Haus jagen? Ja, rund um den Dumm gehört sowieso so alles sein. Der Pfarrer hat gesagt, euer Anwesen, Kasper, es ist wie eine Insel im Senftelschen Meer. Ich hätte schon sagen können, wo man den Hirsch vermutet. Oh ja. Der Wirt von Scharling zahlt ein gutes Geld, wenn man ihm ein Waldbrett bringt. Und fragt er nicht, woher das kommt. Weil der Hirsch verändert und wir findet ihn. Zufällig, hä? Kleiner Umweg, dann auf. Ja, da könntest doch du was von der Pacht zahlen. Okay. Das wird so streng bestraft. Wenn's aufkommt. Irgendwann kommt's allebei einmal auf. Unanständigkeit zieht sich nicht aus. Nein. Rät mir lieber die Ehre von unserer Gemeinde. Meld mir, der Hirsch wird da drum sein am Sonnenbüchel. Wenn wir ein Glück haben, schaut eine Belohnung raus. Ist auch was, nicht? Was ist jetzt wieder? Die hohen Herrschaften, kommen da her, die kleinen Leute, weg auf die Augen. Wir möchten dir bloß sagen, ihr sagt mir gar nichts, der Herzog darf euch nicht sehen. Schleicht's euch, Gratler, Zeug über einen Mann. Hoheit! Oh, wenn das auch so ist. Na, machen wir mal nicht doch den kleinen Umweg. Schauen wir schon. Namen, den Hirschen. Holen wir ihn oder meinst du das? Ich überleg mir's heute Nacht nur einmal. Erst, das ist da riskant und der große Block zu zweit oder so ein Mords drum da schleppen. Ich bin ja auch nicht mehr der Jüngste. Sollt ihr lieber da bleiben? Nein. Dir geht's jetzt zur Jagdtafel und holt's einen Treiberlohn ab und. Schaut, ob was austeilt wird von der Strick. Ein Ingereisch, wenn's hochkommt. Na, der Herzog ist kein Geizkrank. Da fällt mehr ab für die Bedürftigen. Na, bringt's mir mein Anteil auch mit. Ist der nicht extra? Es geht schon, Mara, es geht schon. Ich hab ja auch noch die Flaschen. Die Flaschen Kirschgeist vom Simmel da als Nudelfer, nicht? So, und jetzt drückt's euch.
Nicht, dass die besseren Trümmer schon vergeben sind. Gute Nacht. Gute Nacht. Stodenglickerl. Und ein Wetter. Am klaren Himmel. Ja, hätte ich den jetzt am Tempest. Und den bisschen Kirschgeist. Der Wind. Und kein Blattl rührt sich. Noch einer? Ach, ich hab mir's auch gleich gedacht, dass dieser Fremder ist. So ein Klopfer ist bei mir nicht der Brauch. Was stehst denn da? Na, red halt. Was willst denn, was geht's? Gerade hab ich nachgeschaut. Da war weit und breit kein Seine zum Sehen. Bist du leicht hergeflogen? Könnte schon sein. Du bist vielleicht einer. Zehn Tiere und klappert. Und Hohejagert und Bloch. Sind der Barmer. Kennst du mich nicht? Nein. Da ratscht mich nicht. Mir ist es. Möchte dich nicht erraten. Wir haben uns da heute schon begegnet. Für einen kleinen Augenblick. Du bist der. Bohndelkramer heißen mit Leid. Der Bohndelkramer? Ich hab die Frage wollen, ob's nicht etwa mit mir gehst. Nein, ich mag nicht. Es muss aber dingest sein. Nein, Bruder, nein. Schau, der Büchsenschuss soll dich vermahnen ans End von aller Zeitlichkeit. Du hast den Schuss gelenkt und hast mich nicht einmal getroffen. Nach dem Schuss sollten die Leute sagen, er hat den Schritten nicht mehr überstanden. Nein, der Schuss war nicht für mich. Der Tag heute ist für dich. So ist es dir aufgesetzt. Es geht aufs End. Aber ich bin doch gesund wie der Fisch im Wasser. Schauen so leichte grablaufenden Leute aus, das tust du ansonsten. Nein. Die Meeren sind sich und lägerig. Und sind dir und klappert, dass man die Verwandtschaft gleich kennt. Manch andere sind aber voller Leben. Und es ist ihnen dengest aufgesetzt. Wenn sie rasch sind, ja, und heimwackeln. Da hupfen sie und singen sie. Und dann tun sie den falschen Schritt. Und ich muss ihrer warten. Aber ich? Hab ich leicht einen Rausch? Die ganze Flaschenkirschgeist da darf ich da raussaufen. Und stehe da aufrecht. Na da, Ordner. Nur zu. Leicht ist es dir aufgesetzt, dass da draußen ein Schlagerl wurdet. Und dass sie stehen bleibt. Die Uhr. Die Uhr? Gescheiter, als die ganze Reederei da war, wenn's mittrinkst. Ich? Ein Schnaps. Ja, Elendi und Speer, wie es bist, da hat er doch ein Glasl gut. Du meinst, ich darf? Ja, freilich. Weißt, ich trinke nicht gern allein, dass die bloß solche nicht das Leben vergessen wollen. Und das kann mir gewiss keiner nachsagen. Also? Also, das hat mir da noch keiner geboten. Und viel ist mir schon geschenkt. Ah, das ist ein milder. Ein starker, ein ja. Guter. Ja. Probieren? Das geht nicht. Traust dich nicht. Trauen. Ich weiß noch gerade nicht ganz genau, ob das gern gesehen wurde. Da droben. Ja, aber du musst es doch einmal kennenlernen, von was für Seligkeiten, dass du die Leute wegkommst. Seligkeiten. Irdische Freuden allenfalls. Vergängliche. Schmeckt dir der Scheibe gut? Jetzt tupf nicht bloß dein Finger rein. Trink. Naja, wenn's mich zwingst, gell,
Und wenn er dran gefallen damit tue? Bravo! Jürgen, noch einen drauf, jawohl. Das macht noch gleich unseren Diskurs ja ein bisschen leichter. Wär's das sein? Ja, dann ist gut. Alles, was das Ja-Sagen leichter macht, soll geschenkt. Denn Ja sagen musst, weil es dir aufgesetzt ist. Verstehst? Ja, freilich. Alles dann? Alles dann. Was ist denn das? Ja, das ist er so, auf dem Kirschgeist. Bei dir macht's nicht so. Ja, ich bin's halt gewohnt, weißt. Jetzt hat's bei dir auch so gemacht. Ja, noch einen dritten vergeht's. Das war mir lieb, weil das Test zu Schüle her, dass einem gleich die Bandel klappern. Jetzt ist weg. Siehst du's? Ja, tatsächlich. Weg ist es. Ja, du bist halt nichts Gutes nicht gewohnt. Nein, ich bin wirklich nichts Gutes nicht gewohnt. Du weißt, die Menschen, da jammern's und greinen's. Das Leben ist so schwer und die Welt ein Jammertal. Okay. Doch, die sag's. Und komm ich und wie sie erlösen, na, da geht das Geschrei erst recht los. Da wollen sie ums Verrecken weiterleben. Auf einmal war alles so schön und grad Angst hab's. Ja, das musst du schon auch verstehen. Nein, muss ich nicht. Ich versteh's auch nicht. Tu ich sie doch geleiten in zarter Gnade und die Luft erfüllen mit sanfter Musik auf ihrem Weg, wenn sie wollen, auf dass sie sollen getröstet sein. Merkst du das, Herrn? Pass auf. Horch. No? Magst du nicht da mitgehen? Nein. Ich komm nicht. Mich brauchst du herunten noch notwendig. Weißt schon, mein Enkelkind und der Flori, den muss ich das Gürtel da halten. Auf irgendeine Weise. Kasper, dein Leben wäre nun schon 72 Jahre. Ja, weißt denn du, wie viel zu kurz das ist, Bruder? Das Leben läuft doch dahin wie der Bach über den Berg. Und mit jedem Jahr stürzt es schneller da ab, wie ein Wasserfall. 40 Jahre waren es auf Lichtmiss, dass mir mein Traudel gestorben ist an der Cholera. Und 21, dass meine Tochter weggeholt worden ist. Aus dem Kindbett von dir. Und mir ist als war es gestern erst gewesen. Und jetzt, wo ich mir ein bisschen Dreck gefunden hab, wo das Leben gerade wieder ein bisschen im Lot ist, da kamst du daher. Mitten im Frühjahr, wo der Hahn falsch ist. Und der Schnepferstrich und die kleinen Fegeln am schönsten singen im Wald. Und das mich drangsalieren, dass ich mitgehen sollt. Freiwillig. Oh, ich bin da nicht narrt. Kasper, ich will nicht so sein. Nicht, dass du sagst, mein Schnappsaufer da. Aber der Kind ist nix. Schenk mir doch noch mal ein. Na, hol ich dich heute im Sommer. Da hab ich mit der Rehbier schabert. Und im Sommer ist auch zu heiß. So, zu heiß. Also mir ist nie zu heiß. Bloß jetzt ist mir angenehm. Mein Lieber, der hat's da ein. Ja, komm ich halt im Hirgst. Im Hirgst? Ja, was fällt denn dir nicht ein? Meinst du vielleicht, ich soll die Hirschprunft hinterlassen? Und die Klopfeder und das Oktoberschießen? Und die Hofjagd? Ja, ist das alles im Hirgst? Na, freilich. Die Hofjagd auch? Mhm. Mit dem Kini, Majestät persönlich. Ja, und grad der will allerweil, dass ich dabei bin. Ja, das hab ich nicht bedenken. Na, also, was redst du denn noch? Gut, dann komm ich im Winter. Punktum. Punktum, Punktum, mag er sagen. Und das Fuchs passen und das Marder rausjagen. Außerdem ist im Winter auch zu kalt. Ja, zu kalt. Mir ist allweil zu kalt. Verstehst du, was das heißt, Kasper? Zu kalt in Ewigkeit. Ja, trink. Ja. Das wärmt.
Glaub, du bist bei mir an der falschen Adresse. Ich kenne noch nicht lieber, das muss ein Irrtum sein. Irrtum? Wir sind die oberste Instanz, Mensch. Na ja, vielleicht gibt's noch einen anderen Brandner, Kasper, kann das sein? Im Werdenfels ist ein Landepper. Kasper, ich komme aus der Allweisheit und bin gesandt, dich zu geleiten zu dem ewigen Glanz. Und du werfest mir eine Amtsverwechslung für. Jetzt trink mal aus. Und dann machen wir uns auf die Reise. Als gute Freund. Als gute Freund, ja. Ist das leicht eine Freundschaft auch mit deinem Kommandieren? Jetzt gehen wir auf die Reise. Kasper, ich hab dir ein Jahr geboten als Zuwag. Und du hast für alles eine Ausrede. Willst du noch 50 Jahre leben? Mein Vater ist 90 geworden. Und so alt wär ich auch. Dann kannst du mich holen. Wie viel gaben dann die so miteinander? Ja, noch 18 Jahre gerade auch gerade. Oh. Was ist denn das? Gib mir Ruhe, du Krampen. Das ist mein Karrenross. Auf einen Karren? Oh, freilich. Ich konnte meine Passagiere gut auf den Buckel spendieren oder auf die Arm tragen. Höchstens die kleinen, blassen Kinder. Wenn sie im Eis einbrochen sind, die sind eine leichte Last. Aber ein Brügelmannsbund wie die. Na da, jetzt sagst du es selber. Ja, Ruhe! Kusch! Jetzt der wird mir schon ungeduldig. So lange hat der noch nie warten müssen. Zwing meine Brüder nicht warten. Kasper, sei doch vernünftig. Die Welt dreht sich behaglich weiter ohne die. Aber für die fängt's dann erst an. Was? Das wahre Leben. Ja, das sagt der Herr Pfarrer auch. Aber gesehen hat er es nicht. Aber ich hab's gesehen. Es ist unendlich wahr und gut dort. Ich darf ja nicht nein. Im Paradies braucht es kein Wandelgraben. So schön ist da. Ein Glas noch, ein Siegel drauf. 90, dass ich mich vor meinem Vater nicht genieren muss. Ich hab doch ein Einzig. Schau die Uhr da. Klang's nicht an. Die hat so redlich Stunden gezeigt. Die voller Freude und die voll Kümmernis. Oh, das schau. Auf dem Zifferblatt kannst du kaum mehr Rosen sehen, die aufgemalt gewesen sind. Da im Eck. Zwei wackeln. Quitsch nur rutscht. Und ging erst arbeitsfleißig fort. Und tut so geschafft im Tipp und Top. Sie irrt ihm freilich nur dabei. Und lasst nicht aus, ob's zu früh geht oder zu spät. Du freust dich, dass es noch geht. Und siehst dir alle Fälle nach. Und hoffst, dass dir die kommenden Jahre auch gerade zu nachsehen wird. Wenn dir die Zweige wackeln. Und quietsch nur rutscht. Trink. Ja. Und lass mir die Sorge, wie es weitergeht. Ja. Gut. Ja, gut. Na, gut nicht. Ich konnt's anhalten. Auf Ja und Nein. Ja, weißt denn du, was du da tust? Ja, weißt du denn, was ich dir schenk? Weißt du denn, wohin du darfst? Bündel Krammi, ich bin doch zufrieden da hier. Weißt du, was das bedeutet? Zufrieden sein mit dem, was ist und was man hat. Kennst nicht das Lied von der Zufriedenheit? Nix habe ich und da lebe ich halt mit Gottes Gnade. Und das Leben oft einem nicht besser gefällt, der etwas hat. Kasper, du erbarmst mich. Mach mir's doch nicht so schwer. Und denkst, hat mir Gott, ja, geh mir freilichs Blut. Und fragst, wie steht's mit Leib und Leben? Sag, halt, sei gut. Schön. Aber jetzt gibst es wieder Streben auf. Und komm. Weißt du was? Machen wir ein Spielei drum. Was machen wir? Ein Spielei. Ein Spielei? Oder ein Garten. Ja, du Hallodere. Karten ums ewige Leben. Ja, gerade um 18 Jahre. Ich kann gar nicht karteln. Ja, da brauchst du nichts gehen. Misch. Wie macht man das? Wie macht man das? So halt nicht. Oh. Ja. Also das habe ich doch noch nicht erlebt. Oh, heute sind wir ein paar runtergefallen. So. Und jetzt? Jetzt hebst du den Heifel ab
Und wenn da in den Häferl der Gras oben drin ist. Wie schaut der aus? Das siehst du noch schon. Und wenn der beim Häferl ist? Dann geh okay mit dir. Ohne Widerrede. Ja. Versprochen. Gut. Und wenn er in deinem Häferl ist? Dann gehst du auch mit. Ja, nein, nix da. Da darfst du mir nicht mehr geben, bis ich deins bin. Oh, weh. Ne? Gut. Gut, von mir aus. Wie versprochen. Prost. Also, heb ab. Du bist ein dummer Teufel. Wieso? Weil ich nehme mir so viel Kartel in mein Häferl, dass der Gras oben dabei sein muss. Ja, das ist die Sache. Es ist ein ehrliches Gespiel. Da, die paar lassen da noch. Alles dann. Das ist der Teufel. Na, das ist der Scheinhuber. Nicht so. Jetzt sieht er. Eure Sau, groß Nenner. Da ist er. Das ist der Großunter. Da gibt's den auch. Ja. Wo ist er denn da, der Krippe? Ist er vielleicht runtergefallen, oder? Schau halt einmal in mein Häuferl noch. Ja, in deinem Häuferl schau ich doch. Ja. Da ist er. Verdammte Geschichte, du hast dir doch aufgesetzt, war für den heutigen Tag. Kuss, du Heiter. Trink mal auf den 90er. Ja, ich wog nicht mehr den Kirschgeist, den Hinterkünftigen. Ich glaub, damit hast du mich dran gerückt. Nein, da damit nicht. Es ist schon so, wie es ist. Hui, die Füße, alles dreht sich. Aber er bereitet dein Glück, Kasper. Gut, was nicht, Dinger. Brauchst du gerade rufen? Ja. Bin gleich da. Ist ein guter Weg. Gerade rufen. Ist schon recht. Verstehst du, wenn's einmal nicht mehr gut denkst, sage ich, ja. Nix hast und du lebst da. Wie gut ist gar das Leben und nicht besser gefällt, der etwas hat. Der etwas hat und den was hast, der lustig blut. So voll dabei gut. Pass auf, dass du die Bogen reinfährst. 90. Und nichts hat er gemerkt, wie er ein Großhuber aus meinen Ärmel in mein Häuferl nicht praktiziert hat. Großvater! Bist du auf? Ja, freilich! Gut, beinahe! Ja, und wir! Hast du das überlegt? Mit dem Hirschen? Sollte man den kleinen Umweg jetzt machen? Ja, und ob man jetzt machen, Flori? Viel Eis liegt noch am Weg auf den Saugrum. Und über den Hang ist ganz schön gefährlich, weil es abbauen wird. Für mich, da ist jetzt nichts mehr gefährlich, Flori, aber schon gar nichts. Für mich, da hebt's jetzt ein Leben, wo wir so ein Beispiel ist auf der Welt. Hast du den ganzen Kirschgeist da? Respekt. Nix hani und doch lieb ich halt mit Gottes Gnade. Ganz lieb oft an, nicht bis er gefällt, die Rippes hat. Rüdia ha di ria, ridia di ria, die Rippes hat. Und den erst hat mir Gott ja gegeben, ein fröhliches Blut. Und fragst, wie steht's mit Leib und Limb, sag euch Zeit gut. Rüdia ha di ria, ridia di ria, sag euch Zeit gut. Da hinten gibt's doch ganz schwarz. Ach, das weder heute schon. Wir riskieren's. Wir feiern heraus den Wirtsgarten. Tut den Tisch raus und Bänk. Josef, wir bringen alle Bänk raus. Alle Bänk?
Freilich. Wer ist die? Bist du die neue Kennerin? Los, aushilf. Marei heiß ich. Alle Tisch. Ja, freilich. Für die vielen Gratulanten halt. Darüber setzen wir die Verwandtschaft und da die anderen Leute. Und mir dürft's gleich ein Bett bringen. Ja, Tante Teres, ich bin schon da. Oh, meine Fest. 5 Stunden gelaufen vom Schlüssel rüber. Rast dich nur aus. Die Feier hat noch nicht angefangen. Wie ist denn der Kasper benannt? Gut. Der reißt jeden Tag ein Dutzend Baum aus. 75 Jahre. Da muss ihnen Jungbrunnen gefallen sein. Oder es steckt der Weiberz dahinter. Ja, freilich. Na, gescheit. Ich sag's ja, die Mannsbilder, je älter, desto blöder. Du, wer ist denn? Sagst du es nicht weiter? Nein, also wer? Ich. Du noch deine alte Tante, der Blecker. Der Großvater möchte mir das Gürtel da halten. Drum taucht er so an. So, und eure Schulden? Was soll beinahe los? Ja, was glaubst du? Das gibt's doch nicht. In den letzten 3 Jahren haben wir alle 3 fleißig gearbeitet. Na, jeder Heller ist sofort an Senftel gegangen. Mhm, der Rücher. Ich weiß ja nicht gut, wie der Senftel als junger Dachs mit dem Bauchladen hausieren gegangen ist. Die Franzosen waren gerade aus dem Land, gegeben hat's wenig. Und da hat er mit Knöpfen und Panteln zu Grafik gehandelt. Und heute gehört schon der halbe die Ort ernt und Bürgermeister ist er. Ja, der Teufel hilft seine Leute. Aber wohin tut das dir mehr? Solange der Großvater arbeitet wie ein Junge. Wo nimmt denn der nur die Kraft her? In dem Alter? Woher? Vom Teufel gewiss nicht. Du, Mare, was ist denn eigentlich mit der Musi? Ja, die muss auch herausspulen. Halt das nur raus. Mare, Teres! Ja, bis zu Berchtesgaden kommen die Leute her. Es ist schier nicht zum Glauben, wie viel Freund das der Kasper hat. Ja, gell. Wo kommen jetzt die Tisch hin? Na ja, da und da. Und der tut die Gerät raus und Besteck. Das Fassel ist auch raus. Ja, Gott, wollen wir nicht alles sehen. Marei! Ich hätte was drin mit dir. Flori, ich sollte mir heute freuen, mir ist gerade noch aus Bank. Ich muss vorher nachher weg, das weißt. Heut? Es geht nicht anders. Uns hat einer angeregt. Einer von der Stadt. Der zahlt 20 Gulden für jede Gams. Und ich hab ein Rudel ausgemacht, oberhalb von der Wolfsschlucht im Eis. Na, Florian, na! Da ist vor 2 Tagen bei dem Witter ein Storschlag runter. Und schau dir doch den Himmel jetzt an. Das wird wieder so arg. Ich geh doch über den Saugraum. Da ist vorhin ja der Falter, Toni, abgestürzt. Unterhalb vom Eis weiß ich einen Platz fürs Nachtquartier, wenn's dumm geht. Bist narrt. Der Simmel hat dich schon 2 Mal beinahe erwischt. Beinahe. Aber stellen kann er mich erst mit dem Bar in der Hand. Und das hab ich da drum gut versteckt. So sei doch gescheit. Die Jäger verlustieren sich heute da rund beim Freibier. Und ich hab darum meine Ruhe. Nach der Feier kommt mir der Kasper noch zum Schleppen. Flori! Das ist schon ausgemacht. Gibt's eine Ruhe? Die Schulden sind so gut wie zahlt. Schlimm nur, dass er auf eine unredliche Weise geschehen ist. Aber jetzt hört's endlich auf mit der Lumperei. Hört's endlich auf, sonst passiert noch ein Unglück. Bravo, Marei, beißen zusammen. Das sieht man. Das Weib sei untertan dem Mann, ich weiß. Aber bloß, wenn's ein richtiger Mann ist. Machst du zu, was wir da reden? Du, heute fällt zurück, gell? Zum Gratulieren bist du früh. Der Großvater ist noch nicht da. Macht nichts, ich hab Zeit. Heute passiert nichts im Revier. Heute sind alle wieder da herunt. Lustig. Ja. Bier gibt's auch noch keins. Doch, ich hab ein kleines Fassl mitgebracht. Für meine Jagdhelfer. Du machst unser Geschenk. Ja, weiter, Herr Flori. Hübers Heidram. Ein Geschenk von dir. Schön, Freund. So was. Immer was geschickt. Sie bedanken danach. Ja, sonst ist alle was gekriegt. Jetzt kommt da noch eine ganze Ortschaft daher. Ich raus. Wir haben echt wenig da raus. Du, Marei. Marei, ich muss dir was fragen. Ich hab so viel zum Tor, Tante Teres. Und ob das Wetter halt. Mein Gott, da hinten ist ja wirklich schon ganz schwarz. Man hört allerhand reden. Etwa, dass wir gewildert hätten. Nein, also das bekommt nur das Gericht, wenn man erwischt wird. Was nachher? Ich sag nur Häuserspitz. Was heißt das? Ja, vor ein paar Wochen haben am Häuserspitz die Jäger die ganze Nacht auf der Lauer gelegen. Und dann haben sie es ausgemacht. Im Frühlicht, ganz deutlich. Alle 2 haben es zur Schlucht drin in einem Kessel treiben. Und dort. Was war dort? Haben sie lediglich dem Flori gestellt. Ohne Stutzen. Nicht zum Nachweisen, dass er gewildert hat. Und der Kasper, der war verschwunden. Er wird schon nicht drum gewesen sein. Der war drum. Und ist vom Rand der Schlucht verschwunden. Wie vom Erdboden geschluckt. Die Leute sagen, es geht nicht zu mit rechten Dingen. Also kein Ausweichen war nicht möglich. Er hätte ja 100 Kraft der Tür in die Schlucht stürzen müssen. Da wäre er doch tot gewesen. Das ist doch zum Lachen. Gesagt wird, er ist mit dem Teufel im Bund. Ja, er wird nicht erwischt, weil er in Höllenschluchten springt. Der Teufel hat ihm das Geld zum Schuldenzahlen verschafft. Das sind doch Märchen, Tante Teres. Anzeig ist erstattet worden beim Bischof. Mhm. Und euer Pfarrer ist zitiert zum Auskunft geben.
Mare, Mare, ich flehe dich an, ich als Verwandte. Die darf doch die Wahrheit wissen. Was geht da vor? Die Wahrheit? Ja. Schau gern doch ins Gesicht. Da steht Wahrheit drin und schau dich. Ich meine, ich glaube ja die Ratscherei nicht. Mare, warte doch. Die Teres. Ach, der Herr Bürgermeister, ja, grüß dich, na gut. Grüß dich Gott, bist du vom Schliersee rübergekommen? Ja, vom Schliersee. Sag einmal, hast du den Jägersimmel gesehen? Den Simmel? Ja. Ja, dort sitzt er. Ah, da schau her. Der Herr herzogliche Jäger hockt wieder fleißig im Wirtshaus. Und da weiß ich erstens draußen sein Waldler. Das wird sich bald ändern. Heute drinnen sind meine Fallen, die zwei. Eine Falle? Zeit war's. Halt mir den Alten herunten auf. Der darf man nicht wieder dazwischen kommen mit seinen Zauberkunststücken. Ich muss am Floritz erst einmal erwischen. Der Alte ist mir wichtiger. Für den ist der Junge dann der Köder. Die Musi, jetzt kommt er im Triumphzug. Der alte Bazi. Nicht weglassen von da. Ich sag, der Herzog kommt. Gratulieren. Kommt der wirklich? Ach, oh. Mein Griech. Warst mit dem Weg. Warst? Ich bleib's auch. Du wirst schauen, wie ich's ewig leben hab. Schweren Herzens finde ich mit rein. Und heute ein Lobred. Dass der Mensch auch so lernen darf. Also, lieber Kasper, liebe Gemeinde und Befreundete, unser ehrengeachteter Mitbürger, Herr Kasper Brandner, hat heutigen Tag sein 75. Lebensjahr vollendet. Und das ist ein Wort. Ui. Er hat zwar sein Leben lang die Leitrads. Ja, was nicht sonst. Na, was du mit meinem Vater noch gestellt hast. Das ist ja schon 50 Jahre her. Dem Festl hast du seinerzeit einen Misthang aufs Haus doch gesetzt. Weil er heimlich seinen Nachbarn einen Grinstor versetzt hat. Und beim Heck hast du nachts den Kamin zugemauert, dass er im Kugelrauch bald erstickt war. Jawohl, weil er mir der feines Kreuherz verkauft hat. Die tugendsam züchtige Jungfrau Notburger, die hat sich seinerzeit bitter beschwert über dich. Ja, weil ich sie bald mit dem Jäger erwischt hab. Und die Errettung vor dem siebten Fall, die hat's mir nie vergessen. Aber die letzten Jahre hast gelebt. Man muss zugeben, vorbildlich. Oft hab ich gesagt, der fleißigste Mann in unserer Gemeinde ist der Kasper. Auf dass du dermal einst deinem Enkelkind, der tugendsamer Marei, ein schuldenfreies Heiratsgott hinterlassen kannst. Und dass du die wohlverdiente Ruhe des Alters genießen kannst, in zugemessener Behaglichkeit. In unser aller Namen. Amen. Was ist denn der Redner, Waschi? Und hab mich recht angerührt. Wirklich, muss ich sagen. Ja, mei, an so einen Doktor wäre so ein alter Depp wie ich, ganz lahm, ich verlaute sie nieren, wie sie schwor. Schaut's, heute Nacht, da hab ich zum Himmel aufgeschaut und hab mir gedacht, wie wird's wohl da drum sein, wie's uns der Herr Pfarrer verspricht. Eine Herrlichkeit, wie es keine gibt auf Erden, he? So schön, so ewig. Ja, aha. Und Dinge pressiert's keinen, dass er da hinkommt. An jeden kommt's fortgehen aus dem Leben hart da. Wie wenn das ganz was Besonderes wäre da hier. Aber es hilft euch nichts. Ein jeder muss fort. Mit einem Schlag. Und ganz geschwind. Oft wundert's mich, dass ich lustig bin. Aber Großvater, gerade extra deine Lustigkeit ist doch dein Bestes. Wir hoffen, dass du uns gespassetteln magst. Du hältst uns die irgendeine Predigt übers Absterben da hier. Früher vor der Miss, da war ich drunter am Friedhof. Der Stein ist schon ganz verwittert, der über meiner Tradel steht. Und über meiner Tochter und meine Eltern. Ich allein weiß nicht, wie es ausgeschaut haben. Aber ich?
Ich bin halbe noch da. Ich Alter. Ausgelatschter Stiefel. Für was? Jetzt gibst du Ruhe, Großvater. Du bist uns vonnöten und gar ist. Ja, vonnöten. Ja, na ist ja gut. Na, was sagt's? Hab ich jetzt einen Walter Pfarrer vorgestellt? Jetzt sind wir für den Mittag und ganz lebendig, ey. Musikanten, lasst ihn kehren. Großvater, darf ich um den Ehrentanz bitten? Ja, freilich, da geh noch her, Marei. Na, was sagst du dazu, dass mir der Siftel so ein Lobred hat halten müssen? He? Sie ist ihm hart nur angekommen. Aha, du, jetzt red ihm noch als Geburtstagswunsch, weißt du, dass er mir ein 4- oder 5-Tage-Werk Land zurückverkauft, dass aus die Kratler wieder richtige Bauern werden. Willst du noch mehr abrocken? Ja, für das bin ich doch da. Jetzt geht's ja erst da die nächsten 15 Jahre. Ich hilf mir jetzt gleich vor, ein Siftel. Tanz mit einem anderen weiter, geht's schon. Marei, was schaut ihr so um? Der Flori ist fort, verschwunden. Mamli, er muss ein ganz wichtiges Geschäft haben an so einem Tag. Der wird gleich wieder da sein. Meinst du? Dann soll bei mir dabei. Jetzt wieder wäre er da nicht sein. Du tust dem Flori Unrecht, Simmerl. Ja, dann müssen wir heute mal auf Probe stellen. Was, Probe? Dann müsst ihr mal einen schicken, der einen anstiften möchte. Beispielsmäßig, dass er ihm was Unerlaubtes besorgt, so für 20 Gulden Stück. Hör auf! Was tanzt nicht weiter? Wenn er so ehrlich ist, der Flori, wie du tust, ist ja nichts zum Befürchten, oder? Freilich nicht. Und wenn es woanders war und er besteht die Probe nicht, ich trage dir nichts noch mal rein. Und war halb noch da für dich. Wenn's den Flori jagt und ketzt und zur Strecken gebracht hast, meinst du? Warte halb noch ein anständiges Mannsbild auf dich. Voll Teufel, wie du! Du Pharisäer! Was gibt's denn da? Los, fang mal Ruhe. Da, schau her. Ich glaub, dem müssen wir ein bisschen was verzeihen. Fang zu, Bummer. Manchem jagt der Korn, wui drauf an, der geht's nindest. Schee, jetzt lasst den neuerdings beim Tanzen das Tirndl glatt stehen. Nimmst du's nicht, ich weiß immer, aber weißt du, das ist ja so. So ein Tirndl ist ein Zitter, wo drüber nix geht und grad dem macht schönst Musik, der Spulen versteht. Jetzt musst du was antworten. Ah, gschnippige, gschnappige, teukerte, tappige, na, da ist aus, muss das haben im Haus. Ja, die schöne Stimme. Billige, billige, rührige, quirige, da ist Salem. Kommt kein lustiger Skin. Sind mal gebeobacht, dass sich der Herzog nicht ins Opernhaus neu holt. Jetzt wird's Albo da, Schichte da, draußen in deinem Reh. Wir, Grotsch, Schmetterling und Käfer, find's noch aber ein Reb und gar nicht. Recht hat er, ganz leid geschossen haben sie dein Wald. Ein letzten Kuckuck hat man auf Michaeli gehört. Unser Herzog soll sich aus Verzweiflung auf Fischerei geworfen haben. Aber ein paar Mais kommt bei der Schinger zur Aufzucht. Jetzt muss er die auch noch abschießen. Und so ein Jagersicht, gut, aber in der Liebe ist er blind und ich hab die Befürchtung, dass er so gar nicht mehr findet. Ich muss mir jetzt überlegen, was ganz genau, was du jetzt sagst. So ein grantige, handige, hitzige, stitzige, da dann geschehen. Bei der Kunst so am Freudige, freudige, richtige, richtige, die wird mein Wei, ja, da bin ich dabei. Der Himmel ist zornig. Es war schon ganz nah. Ratzt man weiter ins Zimmer. Nein, nein, sonst fängt er unsere Rafferei und für das ist noch zu früh. Schon. Das Wetter schaut kreislich aus. Man soll sich vorbereiten, dass wir ins Haus müssen. Ja, also ich geh lieber nein. Fürchst dich, wann? Das ist doch eine Naturgewalt. Da hilft bloß Betten. Na, was spielt's weiter, Musikanten? Leicht holst du nur ein Zeidl. Warum tanzen die Dirndl da nicht? Ihre Burschen sind fort. Wie das? Die sind vor 2 Stunden im Bergen auf Mitte quer, wie zu einer Treibjahr. Hei, bei dem Wetter? Ja, weiß auch nicht warum. Der Jagersimmerl hat's geschickt und hat den jeden einen Gulden versprochen. So
Sachen gibt's. Gehen die leicht auf den Markt ein oder zum Edelweißbroker? Ja, was weißt du nie, Großvater. Marei, Marei, denk dir bloß, der Sänftel lässt mit sich reden über die 5-Tage-Werk. Großvater, der Simmel hat den Florian Lockspitzel geschickt. 20 Gulden für jede Gams. Was? Der Florian ist auf und droben sind Burschen postiert. Diesmal fangen sie erben. Ausgeschlossen. Wir müssen den Florian zurückholen, es spät ist. Aber wir zwei können doch da jetzt nicht weg tun, die. Das war ja wie ein Schuldeinständnis. Auwe, Leute! Die Burschen haben's gewahr dabei. Psst, den ganzen Tag die Hitz. Jetzt geht's da hin. Das gibt ja wieder wie vor 2 Tagen. Ja, in ein paar Minuten ist doch die Garde sowieso vorbei. So lange kann ich nicht warten. Marei, sei gescheit, bleib da. Scheint, da hat er eine Angst vor dem Wetter. Mein Gott und Herr, was soll ich denn jetzt tun? Ich kann's doch nicht allein lassen, ich muss ja noch. Na, Kasper? Du wirst doch jetzt nicht weg wollen, wo der Herzog jeden Moment höchst derer selbst erscheinen kann. Was? Zwing meiner? Ja, er wird sein Ehrental überreichen, habe ich gehört. Und wenn der kam und du warst nicht da, das geht doch nicht. Nun, Kasper. Na, hast jetzt deinen Triumph? Weißt du, dass ich mir keinen Rat mehr weiß? Versteh gar nicht, von was das du redest. Ist doch dein Triumph heute. So viel Ehre von allen Seiten. Bleiben. Komm, Kasper, wir reden drin weiter über den Rückkauf. Hast die richtige Stunde erwischt. Heute kannst du alles von mir haben. Jetzt fängt's Ring rum. Kasper, komm doch rein! Wirst du ganz nass? Die Totenglocken. Das ist Widerleiten. Rund vom See. Nein, nein, das ist die Totenglocken. Ich kenn's doch. Horst, sie spielen weiter, drin im Haus. Komm, geh halt mit. Nein, ich muss helfen. Mir kann ja nichts geschehen. Ich hab doch das ewig Leben. Ich hab doch die Kraft. Halt! Losen. Er holt den Flori da nicht mehr rein. Was hat er denn? Jetzt wird er halt langsam alt. Jetzt geht's dahin mit ihm. Lang genug hat's gedauert.